Ich mache jetzt auf dem Kanal schon seit über 2 Jahren Videos und auch wenn meine Videos nun damals kaum Leute angeschaut haben, vielleicht hat es ja jemand von euch gesehen. Falls nicht, braucht ihr nicht anschauen, so gut waren sie auch wieder nicht. Damals hatte ich noch ein absolutes Scheißmikrofon. Aber falls jemand von euch die alten Videos noch kennt, der wird sich an Nephelis vielleicht erinnern, mit dem ich damals Paladins Videos gemacht habe. Kurz nach dieser legendären Zeit, nachdem wir diese legendären Videos hier produziert haben, hat er aufgehört, Paladins und auch allgemein zu zocken. Jetzt ist er aber wieder zurückgekehrt, hat wieder ein bisschen Bock mit mir zu zocken und wir haben wieder ein bisschen Paladins gespielt, wie in den guten alten Zeiten, haben dabei eine Menge Scheiße gelabert und ich habe einfach die beste Scheiße, die wir gelabert haben, zusammengeschnitten und für euch lustig zusammengeschnitten und ich hoffe, euch gefällt das und ja, jetzt viel Spaß beim Video. Guck mal, Iris, die habe ich früher gespielt auch. Ying. Iris. Iris ist der Name vom Spieler. Hä? Iris ist der Name vom Spieler. Der Champion heißt ich mein, Ying. Ich meine Ying natürlich. Scheiße. Hä? Digga, wie kann man so lost sein? Ja, Iris. Iris. Iris, mein Main früher. Ja, was kann Iris so? Ja, Iris. Du hörst schon am Namen Iris, das hat was mit dem Auge zu tun. Die schießt so Heilstrahle immer. Strähle. Schießt die Augen? Ja, die schießt. Nein, die schießt mit ihren Augen, diese Heilstrahlung. Ja. Ich meine, in den Augen, in der Iris. Ja, genau, richtig. Die schießt Augen, wo dann Heilstrahlen rausschießen. So. Ja, und deswegen hat die auch eine Maske auf, weil. Nee, die Maske auf hat, ist Ceres. Oder? Ja, aber Iris hat ja auch eine. Also, die hat doch auch eine Maske auf, standardmäßig. Meinst du Ying? Ja, hab ich. Ying. Stimmt, Ying hat so ein Mundtuch, halt so einen Mund. Ja. Die wusste das schon. Ying wusste schon damals. Ying wusste schon damals, was mit Corona los ist. Ja. Die hat das schon damals gewusst. Die ganzen neuen Champions kennst du ja auch noch nicht, ne? Digga, ich sehe einfach irgendwelche kleinen Mädchen mit. Ja. Das ist übrigens das neue Paladins. Einfach nur noch sexy Skins. Ja. Das ist so. Digga, was geht denn mit Ceres auf? Seit wann ist die auch attraktiv? Junge, du musst mal ihre Skins anschauen. Scroll die mal durch, die Skins von der. Die hat nur noch so Skins, nur. Aber komm, die hatte doch damals schon diesen Dämonen-Skin und so. Sorry. Ja, nee, aber da war ja nichts attraktiv, Mann. Ja, gut. Ich denke mir, warum hat dieser Fernando eigentlich so eine Katze, die auf einem goldenen Thron sitzt, wenn er mich gekillt hat? Die kommt so. Das sind die neuen Death-Cards. Da gibt es so verschiedene Motive und so Sprüche. Weil also ja kein. Ist Fernando jetzt einfach eine pinke Katze, die auf einem goldenen Thron sitzt? Das ist nicht von Champion zu Champion anders, sondern du kaufst die einfach im Item-Store, ja, so wie Digga. Du deine Profilbilder kaufst oder so. Weil es ja keinen Death Replay mehr gibt, haben die das eingeführt, dass man halt irgendwas noch sieht, wenn man stirbt. Oh, ich touche. Ich bin Tank. Warum ist alles in diesem Spiel so sexuell? Weil sie die Spieler verlieren? Die hat einfach nur so ein paar Schnüre um ihre scheiß Brüste, Digga. Das ist übrigens Pepper, also dieser Pip-Skin, der weibliche. Das soll das darstellen. Was, Pip ist so ein Mann? Ja, aber die haben dem ja diesen Pepper-Skin gegeben, den weiblichen, und auf einmal ist Pepper irgendwie halb nackt und sitzt auf dem Thron. Also ist ein bisschen. bisschen. Wieso hat das jeder? Weil es sexy ist. Oh. Weil alles Furries sind hier in Paladins. Ja, wie Talk so. Die scheiß Entwickler von dem Spiel sind Furries. 50% von den neuen Skins, die im letzten Jahr so rausgebracht haben, sind halt einfach Furry-Skins oder Anime-Skins. Oh lol, ich kann durch die Wall durchhealen? Ich bin Hacker, glaube ich. Easy, Digga, du kannst gar nichts, Junge. Shalin ist sehr low links, aber ich komme nicht ran an ihn. Okay. Shalin, Alter. So ein rassistischer Name. Weißt du noch diese Sinnwitze, die wir damals gemacht haben? Hä? Diese Sinnwitze, die wir damals gemacht haben? Mindestens einmal in jeder Runde, das macht keinen Sinn. Und da haben wir gelacht eine halbe Stunde. Wir waren schon hobbylos damals, Digga, aber. Komm noch! Okay, du bist gestunt. Dir geht's gar nicht gut davon. Okay. Oh nein. Du hast gerade aus den Voice-Chat angemacht. Was, ich? Ja. Hä?
Ja, Skill. Jetzt aber nicht mehr, oder? Nein, nein. Du hast nur deinen Push-to-Talk-Button scheinbar gefunden. Mhm. Muscle Memory. Pro Gamer. Da sieht man einfach den Pro Gamer. Er kennt alles noch. Okay. Er wurde komplett. Guck mal, das weiß ich auch noch. Hier. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ja, ja. Ah, hast du nicht gesehen. Kombinare, dich bumsig. Hast du gebumst? Nee, irgendwie nicht. Scheiße. Ah. Okay, ich hab den. Oh Gott, der ist low. Okay, er ist runsch. Komm, zack rein. Ey, jetzt baut hier die Mauer, komm her. Hast du gebumst? Ey, nicht mal mein Kill war es. Diese Katze, die hat vorhin gesagt, Tear me, Senpai. Was? Ah ja, das ist ja ein Voiceline von der. Ich sag ja, Anime. Es gibt, die machen irgendwie voll viel so Anime-Skins und Character jetzt. Aber wir werden halt einfach gerade harassiert. Ja, die Gegner, also als Tank bin ich nicht so gebrochen. Ne, du guckst gerade, die Gegner haben Corvus, Janus plus zwei Flanker. Corvus und Janus sind gerade in der Kombination, also wenn man die zusammenspielt, die stärksten Healer im Game. Vor allem die stärksten Healer zum Flanker halten. Und die haben halt einfach die zwei Healer plus zwei gute Flanker. Das heißt, dagegen hat man eigentlich keine Chance. Das heißt, wir haben die Runde verloren. Chilliges Game. Und wann kommt Paladin Stretched? Stretched? Das habe ich früher einmal gemacht, glaube ich, aber hat gar nichts gebracht. Aber in Fortnite damals, Junge, Stretched war Liebe. Junge. Ehrlich? Ja, ich erinnere mich, du hast es aber ein bisschen übertrieben irgendwann, du warst so... Nee, Mann. Du warst so Quadrat irgendwann. 1 zu 1 passt doch, wie man das genannt hat. Ja. 4 zu 4, was 1080 zu 1080. Ja, genau. Quadratisch einfach. Die ganz Pros haben 1080 mal 1079 gespielt, weil dann hat man ein besseres Zielkreuz. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, wichtig. Und wie sieht's aus mit Fortnite momentan? Fühlst du das? Keine Ahnung, ist einfach. Ja, wenn es keiner mehr spielt, ist halt schon. Tiefview spielt einfach Warzone. Der Hype ist ein bisschen weggegangen. Nur weil die besten Streamer wie Nifelis nicht mehr gestreamt haben. Das hat echt, also das war echt schlimm für Fortnite. Ich glaube, wo du gesagt hast, dass du aufhörst zu streamen, ich glaube, die bei Epic Games. Das war schon schlimm für die Fortnite-Szene. Die bei Epic Games haben gezittert, glaube ich, tatsächlich. Okay. Das Geile ist halt einfach. Du, so mit einem teuren Mikrofon und irgendeinem 70-Euro-Schnittprogramm, hast nach einem Jahr aufgehört zu streamen. Dann komm ich mit einem 50-Euro-Headset und einem kostenlosen Schnittprogramm und mach's nach irgendwie 4 Jahren immer noch YouTube. Ja, Digga. Ich glaube, wir haben irgendwie da was verwechselt. Ich glaube, wir hätten das irgendwie... Aber dein Mikrofon geht ja jetzt so. Ja, mein Mikrofon ist voll gut. Das ist ein 50-Euro-Headset, das hat eine unglaubliche Qualität. Das ist richtig krass. Lass es am links lang gehen. Zusammen mit der Mauchi, bitte ficken alle. Okay, wir haben schon mal eins. The King appreciates your support, Junge. Ha, hab ich den Kill abgestoppt. Hinter uns, oder? Ja. Naja, nee, das ist nur. Komm, zack, boom. Oh, wir sind einfach noch voll drin. Wir sind halt immer noch. Eingespieltes Team. Ja. Wir waren nie ein wirklich eingespieltes Team tatsächlich, glaube ich. Wir haben uns nur immer gegenseitig fertig gemacht. Du hast mich immer nur gemobbt, weil ich scheiße war. Nur verbessert. Ja, verbessert, wie man es nennt. Also, ja, ich glaube, du hast es versucht. Aber du hast es übertrieben, glaube ich. Also, hatte ich eine Zeit lang keinen Bock mehr mit dir zu zocken, wo du Fortnite so gespielt hast und du da so ein Fortnite-Schwitzer warst. Aber ich habe keinen Bock mehr mit dir zu zocken, weil es einfach übertrieben hast. Weil ich aber keinen Fick gegeben habe drauf, wie gut ich spiele und du warst halt einfach so. Ah, die Munition, Marco! Nee! Oh, das war so dumm damals. Das hat mich so abgefuckt damals, dass du gelabert hast. Wenn, du sagst immer so, ja, lande im gleichen Haus mit mir. Und wenn wir dann im gleichen Haus gelandet sind, hatte keiner Loot und wir sind einfach instant tot gewesen. So. Und du hast immer nur so, wenn wir in unterschiedlichen Häusern gelandet. Wo wir in unterschiedlichen Häusern gelandet sind, waren wir instant tot, weil immer halt einer weggeholt wurde und dann der andere alleine war. Und dann sagst du mir, ja, komm ins gleiche Haus und dann sind wir ins gleiche Haus und hatten halt einfach absolut keinen Loot und haben halt einfach verkackt. So, das hat mich so abgefuckt damals, das weiß ich noch. Wenn man irgendeinen Scheiß gelabert hast. Welche Season war das eigentlich? Keine Ahnung, 2 oder 3. Ah, Digga, Season 2 und 3 war eh alles noch unbalanced. Ja. Bam, Junge.